Hallo zusammen, recht herzlich willkommen zu diesem Online-Bier-Talk über Fido 2. Ich bin mir sicher, ihr alle habt auch schon solche Zeitungsartikel gesehen. Man liest das immer wieder. Große Firmen wurden Opfer von Phishing-Angriffen oder Benutzer erhielten Phishing-E-Mails im Namen von großen Firmen. Je nach Studie starten bis zu 90% der Cyberangriffe mit einem Phishing-E-Mail. Ein Teil dieser Phishing-E-Mails will die Zugangsdaten der Benutzer abfangen. Wir nennen dies Credential Phishing, wenn ein Angreifer also Benutzername und Passwort deines Benutzers erhalten will. Die Firmen haben erkannt, dass dies ein großes Problem ist und versuchen sich natürlich dagegen zu wehren. Es gibt hier einige Möglichkeiten. Einerseits, sicher sehr beliebt, sind Phishing Awareness Kampagnen. Dabei werden die Mitarbeiter sensibilisiert für solche Phishing-Angriffe. Normalerweise werden Seminare abgehalten, vielleicht werden sogar intern Phishing-E-Mails versendet und wenn ein Benutzer dann auf den Link klickt oder vielleicht sogar seine Zugangsdaten eingibt, dann wird eine Seite angezeigt, dass er jetzt im Fall eines echten Angriffs auf dieses Phishing reingefallen wäre. Diese Awareness-Schulungen sind sicher gut. Das Problem dabei ist aber, dass meist nach kurzer Zeit der Benutzer das meiste schon wieder vergessen hat und dann wieder auf Phishing-Angriffe reinfällt. Eine zweite Möglichkeit, die wir haben, die oft genannt wird, um sich gegen solche Credential Phishing-Angriffe zu schützen, ist, dass man neben Benutzernamen und Passwort auch einen zweiten Faktor benutzt. Ihr kennt dies alle sicher mit SMS oder mit irgendeinem App auf dem Smartphone. Dies bringt einen zusätzlichen Schutz, aber wie wir gleich sehen werden, kann ein Angreifer dies auch umgehen. Wir haben gesehen, wir haben gute Ansätze gegen das Phishing, sowohl mit Awareness-Kampagnen wie auch mit den klassischen zweiten Faktoren. Das Problem ist aber, dass diese alleine nicht reichen und ich werde deshalb in diesem Talk FIDO 2 vorstellen, eine neue Lösung, die es Angreifern massiv schwerer macht, erfolgreich zu sein mit solchen Phishing-Kampagnen. Bevor wir aber mit FIDO 2 starten, zuerst noch zurück zu den traditionellen zweiten Faktoren. Was verstehen wir überhaupt darunter, wenn wir von Zwei-Faktor- oder Mehrfaktor-Authentisierung sprechen? Nun, es gibt verschiedene Faktoren, wie sich ein Benutzer authentisieren kann. Zum Beispiel mit etwas, das er weiß, zum Beispiel ein Passwort oder ein PIN. Er kann etwas benutzen, das er besitzt. Es könnte eine Smartcard sein, ein RSA-Token, ein YubiKey zum Beispiel. Oder mit etwas, das er ist, wie zum Beispiel Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Wenn wir von Zwei- oder Mehrfaktor-Authentisierung sprechen, dann meinen wir, dass wir mindestens zwei dieser Faktoren einsetzen, um uns zu authentisieren. Ich habe hier einige klassische Faktoren zusammengefasst. Ich nehme an, ihr kennt die alle: SMS, Google Authenticator und so weiter. Sind sicher sehr weit verbreitet. Ich möchte es noch einmal erwähnen: Die meisten zweiten Faktoren im Moment schützen nicht gegen Credential Phishing Angriffe. Schauen wir uns doch etwas genauer an, wieso dies der Fall ist. Nehmen wir an, wir haben links hier einen Benutzer mit seinem Laptop und seinem Smartphone. Dann in der Mitte haben wir die Phishing-Webseite, in diesem Fall phishingbank.com, und rechts die echte Webseite, zum Beispiel bank.com.
Der User erhält jetzt einen Phishing-Link und merkt nicht, dass es sich dabei um einen Phishing-Link handelt, ruft diese Webseite also auf und gibt dort seinen Benutzernamen und sein Passwort ein. Der Angreifer von der Phishing-Webseite nimmt jetzt diese beiden Username und Passwort und sendet sie weiter an die echte Webseite, an bank.com. Die Bank reagiert und sagt, okay, Username und Passwort stimmen, jetzt müssen wir noch den zweiten Faktor verifizieren. Dafür wird dieser Request nochmal beigeschickt, dass ein Token verlangt wird. Die Phishing-Webseite leitet diesen weiter an den Benutzer. Der Benutzer erwartet dies ja, weil er normalerweise sich mit dem zweiten Faktor authentisieren muss. Schaut zum Beispiel in einem Authenticator-App auf seinem Smartphone den Code nach, in diesem Fall 443853, und gibt diesen ein. Auch dieser wird weitergeleitet von der Phishing-Webseite an die echte Webseite und da schlussendlich die Webseite sowohl Benutzername, Passwort und den Token des zweiten Faktors erhalten hat, lässt sie den Angreifer rein und somit kann ein Angreifer trotz zweitem Faktor einen Benutzer phishen. Was wir oft als Frage kriegen, wenn wir das vorstellen und präsentieren, wie es denn ausschaut, wenn zum Beispiel Push-Nachrichten als zweiter Faktor verwendet werden, wie zum Beispiel bei Microsoft Authenticator, ob sich da was ändert. Schauen wir uns das doch kurz an. Wir haben das gleiche Setup, den Benutzer, in der Mitte die Phishing-Webseite und rechts die richtige Webseite der Bank. Der Benutzer gibt wieder Benutzernamen und Passwort ein, da er nicht merkt, dass er auf einer Phishing-Webseite ist. Dies wird wieder weitergeleitet und jetzt initiiert die originale Webseite die Zwei-Faktor-Authentisierung via Push-Nachricht. Die wird direkt an die App auf dem Smartphone gesendet. Der Benutzer bestätigt dies und der Server lässt den Angreifer in den Account rein. Sozusagen ist dies eigentlich sogar noch einfacher für einen Angreifer, erfolgreichen Phishing durchzuführen. Das Ganze klingt jetzt relativ mühsam für einen Angreifer. Er muss die ganze Zeit online sein, wenn sich ein Benutzer einloggt, dann muss er auch da sein, um die Daten hin und her zu leiten, um erfolgreich dieses Phishing zu betreiben. Natürlich, ein Angreifer wird das nicht von Hand machen, sondern wird ein Programm verwenden. Ein sehr bekanntes Programm ist EvilJinx 2. Das ist auf GitHub öffentlich verfügbar und relativ einfach zum Einrichten. Ich habe dies auch aufgesetzt und ich erkläre kurz jetzt das Setup, das wir haben. Wir haben mit den Links das Opfer, das auf den Phishing-Link klickt. In der Mitte die Phishing-Webseite, die läuft im Moment auf beertalk.compassdemo.com und rechts GitHub, für die wir das Phishing betreiben. Natürlich, wenn wir jetzt ein bösartiger Angreifer wären, dann würden wir nicht beertalk.compassdemo.com nehmen als bösartige Phishing-Domain, sondern zum Beispiel eine dieser vier, die ich hier eingeblendet habe, die waren vorgestern alle noch verfügbar. Und mit dem möchte ich jetzt wechseln zur Demo, wie ich demonstriere, wie man so ein Phishing durchführen kann, wenn ein zweiter Faktor benutzt wird. Ich sehe, wir haben hier schon einige Benutzer, die auf der Webseite sind. Ihr könnt natürlich eure Benutzernamen und Passwort eingeben. Wenn ihr dies tut, dann sehen es halt alle über 100 User, die im Moment zuschauen. Also tut dies auf eigene Verantwortung. Wenn wir schauen, das EvilJinx, das sieht ungefähr so aus. Da hat es schon ganz viele vordefinierte Templates. Ich habe jetzt das für GitHub aktiviert. Hat aber auch noch ganz viele andere. Man kann auch relativ einfach ein neues Template hinzufügen.
Ich kann mir jetzt hier den Phishing Link erstellen. Und wir wechseln jetzt zum grünen Browser. Das ist der Browser des Opfers, das diesen Phishing Link erhalten hat. Zum Beispiel via E-Mail. Und wir sehen hier schon, es wird die Login-Seite von GitHub angezeigt. Aber hier oben in der Statusleiste seht ihr, wir sind eigentlich mit beertalk.compassdemo.com verbunden. Sicher auch interessant, das Schloss ist vorhanden. Viele Benutzer denken irrtümlicherweise, dass dies bedeutet, dass sie sicher mit GitHub verbunden sind. Es bedeutet aber nur, dass sie sicher mit einer Webseite verbunden sind, in diesem Fall hier mit unserer Phishing-Webseite. Ich werde mich jetzt hier einloggen. Mit diesem Account, den ich erstellt habe. Und wie wir sehen, kommt als zweites, dass wir den zweiten Faktor eingeben müssen. Ich habe den hier. So. Ich kann den bestätigen. Und wir sehen, der Benutzer hat sich erfolgreich eingeloggt. Hier als BeerTalk Phishing Demo. Nun, was interessanter ist, wenn wir zurückgehen zum Evil Jinx hier. Da sieht man schon, Benutzernamen und Passwort wurden abgefangen. Und auch ein Authentisierungstoken wurde auch abgefangen. Das Ganze können wir uns noch etwas genauer anschauen. So, hier nochmal. Der Angreifer sieht Benutzernamen und Passwort. Das alleine genügt ja noch nicht, da wir einen zweiten Faktor haben. Was hier aber auch noch vorhanden ist und abgefangen wurde, ist dieser Authentisierungstoken, auch Session Cookie genannt. Wieso ist dies wichtig? Nachdem wir uns eingeloggt haben, sendet der Browser jedes Mal diesen Token, diesen Beweis an den Server. Würde dies nicht geschehen, müssten wir uns bei jedem Klick neu auf der Webseite einloggen. Und das wäre ja sehr mühsam. Ich wechsle jetzt zu diesem roten Browser, der Browser des Angreifers. Und wir gehen hier auf github.com. Und ihr seht, ich bin nicht eingeloggt im Moment. Nur nicht, dass ich da euch etwas vormache. Mit dieser Erweiterung, die ich installiert habe, kann ich diesen Authentisierungstoken, dieses Session Cookie, jetzt in diesen Browser importieren. Das geht ganz einfach. Copy und Paste. Und wenn ich die Seite aktualisiere, dann seht ihr, dass ich hier im roten Browser, im Angreifer-Browser, erfolgreich eingeloggt bin als BeerTalk Phishing Demo. Der Angreifer hat es also geschafft, trotz zweitem Faktor in den Account des Benutzers einzudringen. Jetzt, da er hier ist, könnte er seinen eigenen zweiten Faktor hinzufügen, um auch in Zukunft immer wieder die Möglichkeit zu haben, sich in dem Account einzuloggen. Ich nehme noch kurz die Phishing-Webseite offline, da wir einige haben, die versuchen, sich da einzuloggen, nicht, dass noch jemand seine Benutzerdaten verliert. So. Kurz zum Zusammenfassen, was wir bisher gesehen haben. Wir haben gesehen, dass Phishing ein großes Problem ist, dass Awareness-Kampagnen sicher helfen, aber oft nur für eine kurze Zeit und relativ zeit- und kostenintensiv sind. Und wir haben gesehen, dass wir die traditionellen zweiten Faktoren als Angreifer umgehen können. Was es deshalb benötigt, ist eine neue Spezifikation, die auf technischer Ebene phishing-resistent ist. Und FIDO2 ist diese Spezifikation, die ich jetzt
in der zweiten Hälfte dieses Talks vorstellen werde. Wenn ihr FIDO 2 googelt, dann werden euch sehr viele verschiedene Begriffe an den Kopf geworfen. Ihr findet U2F, UAF, CTAP, WebAuthn, FIDO, FIDO 2. Und das kann schon etwas abschreckend sein im ersten Moment. Aber keine Angst, ich werde da jetzt Schritt für Schritt dies erklären und das Protokoll herunterbrechen, damit ihr am Schluss versteht, was sich dahinter versteckt. FIDO steht für Fast Identity Online und kommt natürlich eigentlich vom lateinischen Fiducia, Vertrauen. Da haben sie ein schönes Akronym gefunden. Der FIDO-Standard wird von der FIDO-Allianz herausgegeben. Diese wurde im 2012 gegründet, damals von PayPal und Lenovo. Die wollten ein neues Protokoll entwickeln, wie Benutzer auf dem Smartphone Transaktionen bestätigen können ohne Passwort, zum Beispiel mit einem Fingerabdruck. Dieses Protokoll nannten sie UAF, Universal Authentication Framework. Ein Jahr später, 2013, kamen dann auch Google und Yubico in die FIDO-Allianz hinein. Google hatte ein Open-Source-Zwei-Faktor-Authentisierungsprotokoll entwickelt, das nannten sie U2F, Universal Second Factor, und das haben sie bei ihren Mitarbeitern im Einsatz, um diese vor Phishing zu schützen. Das Gute für euch ist, diese zwei Begriffe könnt ihr eigentlich schon wieder vergessen, weil seit 2016 gibt es den FIDO 2 Standard und der ersetzt FIDO U2F und FIDO UAF. Schauen wir uns doch die verschiedenen Komponenten an, die benötigt werden, damit sich ein Benutzer via FIDO 2 authentisieren kann. Wir haben auf der rechten Seite die Relying Party. Dort möchte sich der Benutzer einloggen. In unserem vorherigen Beispiel wäre das zum Beispiel github.com. Wir haben einen Client, der benutzt wird, um sich dort einzuloggen. Das könnte zum Beispiel ein Browser sein, Google Chrome. Und den Authenticator, der benötigt wird, um unsere Identität zu bestätigen. Damit das Ganze vielleicht ein bisschen konkreter wird, schauen wir uns doch ein paar Beispiele zu den drei verschiedenen Komponenten an. Mittlerweile gibt es sehr viele verschiedene Authenticators. Sicher sehr bekannt sind die YubiKeys von Yubico. Es könnte sein, dass der ein oder andere von euch auch so einen besitzt. Bei uns im Büro haben doch die meisten Analysten so einen. Es gibt auch die Open Source SoloKeys. Und mittlerweile kann auch Windows Hello verwendet werden als Authenticator. Und natürlich viele mehr. Welche Clients unterstützen eigentlich das FIDO 2 Protokoll? Auch das ist im Moment sehr weit verbreitet. Man kann es auf Windows, auf Android und seit iOS 14 auch auf iOS benutzen. Die großen Browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge und Safari, alle unterstützen FIDO 2. Welche Relying Parties, welche Server unterstützen FIDO 2? Auch da hat sich viel getan. Eigentlich alle großen Firmen unterstützen dies in der Zwischenzeit. Ja, hier einige, es hat noch viele mehr, die hatten aber keinen Platz mehr auf dieses Slide. Google, Microsoft und so weiter. Bevor wir direkt in die Details gehen, vielleicht noch eine Übersicht, etwas generischer, wie das Ganze aussehen könnte. Wir haben in der Mitte einen Benutzer, der möchte sich einloggen und surft das Web mit seinem Webbrowser und der möchte sich dann auf GitHub hier einloggen.
Nachdem er Benutzernamen und Passwort eingegeben hat, kommt der zweite Faktor zum Zug, FIDO 2 in diesem Fall. Hier würde er so einen Hardware-Token, einen Authenticator, via USB mit seinem Laptop verbinden, um dann zu beweisen, dass er dieser Benutzer ist. Es könnte natürlich auch sein, dass ein Benutzer sich von seinem Smartphone aus einloggen möchte. Die meisten Smartphones haben keinen USB-Port, oder jedenfalls nicht für diese großen Keys hier. Dafür könnte dann auch NFC verwendet werden, damit der Authenticator mit dem Browser kommunizieren kann. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man direkt zum Beispiel den Laptop verwendet. Windows Hello zum Beispiel kann dies tun. Dort kann man dann mit Gesichtserkennung oder Fingerabdruckerkennung bestätigen, diesen zweiten Faktor bestätigen und sich gegenüber der Webseite authentisieren. FIDO 2 besteht aus zwei separaten Protokollen, zwei separaten Standards. Der eine ist Web Authentication oder kurz WebAuthn und der andere ist das Client-to-Authenticator-Protokoll CTAP. Wenn wir da zurück zu unseren Building Blocks gehen, hier nochmals rechts der Server, die Relying Party, in der Mitte der Client und links der Authenticator, dann wird sich der Benutzer zuerst einloggen über HTTP mit Benutzernamen und Passwort und dann kommunizieren die Relying Party und der Client über WebAuthn, um die Authentisierung wieder via FIDO zu initiieren. Der Browser, der Client, muss dann irgendwie mit dem Authenticator kommunizieren. Dies geschieht über das CTAP-Protokoll. Also hier habt ihr die zwei Komponenten, CTAP und WebAuthn, die verwendet werden. Einige Worte vielleicht zum Client-to-Authenticator-Protokoll, wie das verwendet werden kann. Ich habe das vorhin schon angedeutet mit einigen Slides. Der Authenticator kann via USB verbunden werden, kann auch via NFC oder via Bluetooth Low Energy verbunden werden. Wenn ihr nicht gerade vorhabt, euren eigenen Authenticator auf den Markt zu bringen oder euren eigenen Browser zu bauen, dann müsst ihr euch mit diesem Protokoll eigentlich nicht weiter auseinandersetzen. Die zweite Komponente von FIDO ist Web Authentication. Dies ist ein JavaScript API, das mittlerweile von allen großen Browsern unterstützt wird. Seit nun 2 Jahren ist das auch ein offizieller Standard von W3C, deshalb auch diese breite Unterstützung. Wenn ihr ein Applikationsentwickler seid und Benutzer erlauben wollt, dass sie sich bei euch authentisieren können mit FIDO, dann müsst ihr euch damit auseinandersetzen, wie das Web Authentication API funktioniert, wie ihr sicherstellen könnt, dass Benutzer ihre Authenticators registrieren können und sich später damit authentisieren können. Also für die Applikationsentwickler, die hier zuhören, ist dies sicher wichtig. Schauen wir uns doch das FIDO-Protokoll, dieses Authentisierungsprotokoll, etwas genauer an. Das FIDO-Protokoll ist ein Challenge-Response-Protokoll, das auf Public-Key-Kryptographie aufbaut. Ich werde das jetzt etwas herunterbrechen für diejenigen von euch, die diese Begriffe vielleicht nicht direkt kennen.
Wir haben hier wieder die drei Komponenten, den Server, die Relying Party rechts oben, den Client in der Mitte und links den Authenticator. Wenn ein Benutzer jetzt diesen Authenticator hinterlegen möchte, dann generiert er für diese Webseite ein neues Keypaar aus einem Public Key und einem Secret Key und er hinterlegt bei der Registrierung den Public Key auf dem Server. Später möchte sich dieser Benutzer jetzt einloggen auf diese Webseite. Dafür wird er zuerst wieder Benutzernamen und Passwort angeben und im zweiten Schritt kommt dann vom Server eine Challenge und der Server sendet auch seine Origin an den Client. Unter der Challenge könnt ihr euch eine zufällig generierte große und lange Zahl vorstellen und die Origin ist eigentlich die URL des Servers. In unserem Beispiel vorher war das github.com. Kleine Randbemerkung, im offiziellen Protokoll ist das nicht ganz genau die Origin, aber für die Demonstration hier ist das genau genug. Nachdem der Browser also diese Challenge und die Origin erhält, leitet er diese über das CTAP-Protokoll weiter an den Authenticator. Der Authenticator schaut jetzt bei sich, bei der Origin, ob er dafür einen Secret Key besitzt. In diesem Fall, zum Beispiel sehen wir für github.com, würde er einen Secret Key besitzen und verwendet diesen Secret Key, um die Challenge zu signieren. Das ist eine sichere kryptografische Operation, die nur der Authenticator mit dem Secret Key durchführen kann. Diese signierte Challenge wird dann zurückgesendet an den Browser und dieser leitet diese in einem nächsten Schritt weiter an die Relying Party, an den Server. Wir erinnern uns, beim Registrieren wurde der Public Key auf dem Server hinterlegt. Der Server nimmt jetzt diesen Public Key, nimmt die Signatur und schaut, ob er mit dem Public Key bestätigen kann, dass diese Signatur wirklich vom Authenticator dieses Benutzers kommt. Wenn er dies verifizieren kann, dann ist das die Authentisierung mittels Video 2 erfolgreich und er gibt dem Benutzer Zugriff zu seinem Account. Nun, weshalb schützt uns dies gegen die Credential Phishing Angriffe, die wir vorher gezeigt haben? Gehen wir zurück zum ersten Schritt, bei dem der Server diese Challenge und seine Origin an den Browser sendet. In unserem Beispiel vorhin wäre die Origin von github.com gekommen, wir waren aber auf beertalk.compassdemo.com. Ein Teil des WebAuthn-Protokolls überprüft, ob diese zwei gleich sind, was sie hier in diesem Fall offensichtlich nicht sind, und wenn sie nicht gleich sind, bricht es das Protokoll ab und sendet einen Security Error zurück an den Server. Ein Angreifer wäre hier also nicht erfolgreich gewesen mit dem Phishing-Angriff. Dies ist sicher eigentlich der wichtigste Punkt, wieso dieses Credential Phishing nicht mehr funktioniert mit FIDO 2. Das Ganze ist auch sehr gut in den Spezifikationen vergraben. Für die, die es gerne nachlesen möchten, sind Kapitel 5.1.3, Punkt Nummer 8. Weil wenn ihr einfach so online ein paar Blogs lest, dann findet ihr eigentlich nicht heraus, wieso genau das nicht klappt. Nun, die Origin, die wird ja vom Server gesendet. Und wenn ein Angreifer sich da schon, wenn der Benutzer mit der Phishing-Webseite verbunden ist, dann könnte ein Angreifer diese Origin ja eigentlich verändern. Was geschieht dann?
Schauen wir uns deshalb einen zweiten Fall von Phishing an. Wir haben wieder das gleiche Szenario. Der Benutzer hat auf den Phishing-Link geklickt, eartalk.compassdemo.com, und der Phishing-Server ändert dieses Mal die Origin und setzt dies auch auf eartalk.compassdemo.com. Diese sind also gleich und der Client ist einverstanden damit und wird mit dem Protokoll weiterfahren. Was jetzt aber geschieht, hier im Schritt 3, ist interessant. Wir erinnern uns, der Authenticator versucht, den Secret Key zu nehmen für die Origin, die er erhalten hat. Für beertalk.compassdemo.com ist aber kein solcher Secret Key auf dem Authenticator vorhanden. Deshalb wird der Authenticator sagen, dass etwas nicht stimmt und wird das Protokoll hier abbrechen. Das Phishing ist also auch nicht erfolgreich, wenn der Angreifer die Origin fälscht. Schauen wir uns noch ein drittes, etwas abstruseres Beispiel an. Was, wenn plötzlich Google bösartig wird und Phishing für GitHub betreibt? Ihr seht hier, der Benutzer ist mit google.com verbunden, aber es wird ihm die Seite von GitHub angezeigt. Wir gehen auch davon aus, dass der Angreifer die Origin fälscht und auch dort google.com zurückgibt. Für den Client, der erste Check, der stimmt und er wird mit dem Protokoll weiterfahren. Hier im zweiten Schritt schaut dann der Authenticator, ob er einen Secret Key für diese Origin hat, und wie wir sehen, für google.com ist so ein Secret Key vorhanden, weil zum Beispiel der Benutzer seinen Authenticator auch bei Google hinterlegt hat. Der Authenticator wird also den Secret Key von Google nehmen und die erhaltene Challenge damit signieren. Was dann geschieht, aber im letzten Schritt, GitHub will diese Signatur verifizieren und bei GitHub ist der Public Key hinterlegt, der für GitHub verwendet wird. Die Challenge ist aber signiert mit dem Key von Google. Deshalb kann der Server diese Signatur nicht verifizieren und wird hier in diesem letzten Schritt das Protokoll abbrechen und ein Angriff wird auch nicht erfolgreich sein mit einem Phishing-Angriff. FIDO 2 hat noch einen weiteren Vorteil. Abgesehen von der phishing-resistenten Authentisierung ist es mit FIDO 2 auch möglich, sich einzuloggen ohne Passwort, diese sogenannte Passwordless Authentication. Wie funktioniert das? Der Benutzer verbindet sich mit dem Server und gibt dann zum Beispiel nur seinen Benutzernamen an. Danach wird das gleiche Protokoll, das ich vorhin vorgestellt habe, durchgeführt. Beim Schritt des Authenticators kommt aber noch ein zweiter Faktor hinzu. Zum Beispiel muss der Benutzer einen PIN eingeben oder mit seinem Fingerabdruck bestätigen, dass der Authenticator benutzt werden kann. Wenn dies alles erfolgreich ist, kann sich der Benutzer ohne Passwort einloggen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist der Unterschied von einem Passwort und einem PIN? Ist eigentlich fast das gleiche. Der große Unterschied ist, ein Passwort wird über das Netzwerk übertragen. Ein Angreifer kann versuchen, dies abzufangen. Es kann in einen Data Breach geleakt werden. Ein Passwort kann von einem anderen Computer aus mit reingegeben werden. Es kann zu einer späteren Zeit verwendet werden. Ein PIN funktioniert nur lokal auf diesem Authenticator und auf keinem anderen Gerät und wird nie übers Netzwerk gesendet. Deshalb ist auch dies sicher und eine Authentisierung ohne Passwort ist möglich.
Viele Firmen gehen im Moment in die Richtung der Authentisierung ohne Passwort, aber es ist noch nicht weit verbreitet. Das ist etwas, das wir sicher in Zukunft mehr sehen werden. Auch hierfür wird es bald hoffentlich YubiKeys geben. Die sind seit einigen Jahren zwar schon vorangemeldet, dass es dann diese YubiKeys mit Fingerabdruckscanner gibt. Im Moment müsst ihr darauf leider noch verzichten. Ich möchte mich jetzt schon ganz herzlich bedanken, dass ihr mir so aufmerksam zugehört habt und dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich möchte hier noch kurz die wichtigsten Punkte dieser Präsentation zusammenfassen. In der ersten Hälfte haben wir gesehen, dass Phishing ein großes Problem ist und dass die momentanen Schutzmechanismen nur unzureichend sind. Sie sind oft mühsam, ein Benutzer hat verschiedene Apps installiert, in jeder App hat er zig Einträge, vielleicht kommt der Token via SMS mal nicht an. Wir haben auch gesehen, dass diese nicht zuverlässig vor Phishing-Angriffen schützen. In der zweiten Hälfte habe ich das FIDO2-Protokoll vorgestellt. Dieses ist resistent gegen solche Credential-Phishing-Angriffe. Sehr wichtig, es ist einfach zu benutzen. Auch Benutzer ohne technischen Background können ohne Probleme so einen Hardware-Token in den Computer einstecken und auf den Knopf drücken. Und mittlerweile ist FIDO2 breit unterstützt. Alle großen Browser unterstützen FIDO2 und bei den meisten großen Firmen könnt ihr euch mittels FIDO2 authentisieren. Danke nochmals vielmals fürs Zuhören. Wir werden jetzt dann in der zweiten Phase auf die Fragen eingehen, die ihr während des Vortrags im Chat geschrieben habt.